Wir haben das ja noch nie gemacht, mit dem Nachtzug zu fahren, und eigentlich gehört das zu einer Thailand-Reise definitiv dazu. Dann mal gute Nacht, liebe Liebende. Wie angekündigt geht es heute mit dem Nachtzug zurück nach Bangkok. Die Wahl war zwischen dem Flug von Samui und einer weiteren Nacht im Hotel oder den doch etwas teureren Zugtickets, dafür eine Übernachtung gespart und einfach nochmal ein Abenteuer erleben. Wir haben das ja noch nie gemacht, mit dem Nachtzug zu fahren, und eigentlich gehört das zu einer Thailand-Reise definitiv dazu. Wir sind jetzt 3 Stunden von Pangan mit der Fähre und dem Bus unterwegs gewesen. Es hat mitten in der Nacht angefangen zu regnen, mit ziemlichem Sturm heute Morgen. War halt auch ein bisschen Seegang. Ja, würde sagen, hat ziemlich Spaß gemacht. War ein bisschen wie eine Achterbahnfahrt. Jetzt sind wir hier in Surathani, direkt um die Ecke vom Bahnhof. Haben gerade unsere Zugtickets im Office abgeholt. Die haben wir im Internet reserviert. Der Zug fährt um 20 vor 7 los. Dann irgendwann morgens um 6 sind wir in Bangkok. Ich würde sagen, wir sind mal gespannt, wie das wird. Vor allem auch mit dem kleinen Mann. Lassen wir uns mal überraschen.
Abenteuer Nachtzug? Hat sich gelohnt. War abenteuerlich. Hat sich gelohnt. Also dafür, dass das Ganze selbst in der zweiten Klasse teurer war, als einen Flug zu nehmen, finde ich, war das jetzt schon relativ rudimentär. Es war ja nicht teurer. Ja. Es war ja nicht teurer. Wir haben jetzt zusammen 70 Euro bezahlt, ja, für die zweite Klasse. 35 Euro von Surakarta bis Bangkok. Hätten wir nicht bekommen. Und dann muss ja noch das Gepäck drauf bei einem Flug. Naja, dafür, dass man da im Vergleich zum Flug nicht so viel spart, war es schon rudimentär. Aber man darf ja nicht vergessen, dass man schon spart, weil man sich ja die Hotelübernachtung spart in der Nacht. Ja, trotzdem war es zu eng. Ja, und es war zugegeben rudimentär. In der VIP-Klasse war nichts mehr frei, deshalb wurden wir auf die zweite Klasse gedowngraded. Aber es ist jetzt natürlich nicht so, dass man jetzt so low-budget-mäßig unterwegs ist, dass sich der ganze Aufwand dann so rechtfertigt. Also ich würde auf jeden Fall empfehlen, wenn man das macht mit dem Nachtzug als mittelgroßer Europäer, definitiv die unteren Betten zu buchen. Also ich bin mit Kopf und Füßen oben da in der Schlafkammer schon sehr angestoßen und hatte auch eigentlich keinen Platz, um mich zu drehen. Also insofern dann doch lieber den Aufpreis für VIP oder einen Flug buchen. Ja, und man sollte vor allem wissen, dass überhaupt gar kein Platz für Gepäck eingeplant ist. Wenn dann alles umgeklappt ist, muss das Gepäck im Gang stehen oder man hat es eben bei sich mit im Bett. Ja, das Gepäck steht halt ungesichert im Gang, ne? Also, ja, genau. Ja. Gut, für ein Abenteuer war das ganz okay. Wie erwähnt, haben wir das ja vorher noch nie gemacht. Insofern Häkchen jetzt dran. Hat sich für die Erfahrung sicherlich gelohnt. Aber die Nackenschmerzen am nächsten Tag ist mir das wirklich nicht wert. Ja, ich sag dafür, dass das Ganze teurer ist als. Dafür, dass das Ganze teurer ist als zu fliegen, ist es halt. Dafür, dass das Ganze teurer ist als zu fliegen. Ich meine. Alter.